Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade auf noch frischem Arsch, 2005. Er hat kurz Probleme gemacht, er wollte nicht so fahren wie ich wollte. Gut, jetzt ich habe was eingestellt, was verändert und jetzt fährt er, den ich noch eingestellt habe. Wir machen mal ganz kurz. Ich denke mal, der Düngerschreier wird klarkommen mit der Menge. Das ist hier der Traktor, wo ich meinte, mit der Pflegebereifung, das ist Frühlingsbereifung, das ist ja logisch besser vom Übertragen der Kraft vom Motorgetriebe zur Straße, ne? Möglicherweise, er hat ja mehr Angriffspunkte zum Feld, ne? Gut, der Mod ist aktuell deaktiviert, ich sag mal so. So, wie wir dann nun fahren, ne? Ich hoffe, dass ich richtige Punkte gesetzt habe, dass ich da eine Verbindung gemacht habe, dass der im Prinzip weiß, wie muss ich fahren, ohne dass ich große Umwege fahre. Ne? Das ist ja das springende Punkt. Und das Beladen auch klappt. Das ist ja das nächste Ding. Und deswegen bin ich jetzt mal dabei. Manchmal ist es so, dass der Punkt zu dicht dran ist oder zu weit weg. Und daher bin ich mal jetzt dabei und guck mal zu, wie das so packt. Programme sind nur so gut, wie der Anwender das hinkriegt, ne? Und das ist leider so. Und nicht immer was zu verstehen, ne? Wie man sieht, kann man doch ein bisschen mehr die Straße nach links gestalten und hier mehr nach rechts. Gut, das ist aber reine Optik, ne? So, hier ist unsere Kalksteuer und Kalkstation und die Düngestation, das sind Kaufstationen. Bei knallen wir jetzt kein Dünger rein, sag ich dir, du. Und wäre schlecht, müsste ich ausladen. Naja, ist die optisch nicht perfekt, aber gut. Zumindest funktioniert das, ne? Jetzt mal gucken. Ich müsste eigentlich ein bisschen weiterfahren, ne? Zumindest, dass er hier ins Gerät reingeht, ne? So, mal schauen, wie er das hinkriegt, dass er hinkommt, wo wir hinwollen, zum Feld wieder. So, mal gucken, mal ganz kurz rein. Unsere Preise, was wir an verkaufen könnten. Da muss man anders gehen hier, ne? Streng G. Da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht da Windows-Taste nehme, sonst können wir schnell draußen. So, Mischfutter brauchen wir nicht. Molkerei. Was haben wir da noch alles drin, ne? Quark haben wir 41.000. Joghurt haben wir noch ein bisschen was. Sahne, ne, ganz wenig. Butter 82. Also lohnt sich nicht. Also Vollmilch lohnt sich auch nicht. Also Molkerei ist erledigt. Dann mal gucken mal. Zuckerfabrik. Was habt da weit noch nie? Verkauf. Zucker haben wir jetzt schon. Ja, gut. Kompost. Zuckerrüben, ne? Leerpaletten 17%. Was haben wir noch am Kompost? Ach, Rübenschnitzel, das ist was für die BGH. Das könnten wir auch dahin bringen. Und Zucker halt verkaufen. Zucker, das geht. Was kriegen wir für Zucker aktuell? Das wäre das nächste, was machen könnten. Brauerei war sicherlich auch voll. Bierkasten, ja. Bierfass. Oder müssen wir erstmal Bier verkaufen? Da kaufen wir Bier. Bier ist nämlich voll. Hopfernte, das dauert auch noch ein bisschen. Das wird aber jetzt terminlich gesehen mindestens 2 Tage dauern. Also am 3. Tag im Herbst. Ne? Hier spiele ich ja mit 6 Tage mit Season. Hatte mehr oder weniger ohne Absicht ein Tool mit 9 gemacht. Kann man so und so sehen. Dauert halt ein bisschen länger, ne?
Aber mittendrin in der Jahreszeit umstellen wollte ich auch nicht. So, mal gucken, wie er hinkommt, ne? Zu seinem Punkt, wo er vorher war. Bevor wir Bier verkaufen können, haben wir ein bisschen Geld. Da können wir auch ein bisschen Geld verdienen, also was leisten können, ne? Kredit zurückzahlen erstmal, ne? Der fährt jedenfalls rüber zum anscheinend richtigen Punkt. Das scheint zu klappen. Scheint. Unkraut habe ich hier nichts, also bisher nichts gesehen. Müssten wir also nicht reagieren. Düngersteuerarbeit auch. Da brauche ich ja recht lange dafür. Aber wie gesagt, das ist in Ordnung. Ne? Ist ja halt so. Wäre vielleicht die andere Möglichkeit besser, mit den Großspritze mit flüssig zu arbeiten. Aber ob der schneller ist, ist die andere Frage. Ne? Weil Flüssigdünger ist ja konzentrierter und somit ergiebiger und man braucht weniger auf die Fläche. Aber auch entsprechend teurer, ne? Ich selber stelle noch keinen Flüssigdünger her. Das wäre aber eine Option für die Zukunft. Ja, der Mistfahrer muss ich noch einstellen für die BGH. Beziehungsweise ich kann ja theoretisch die BGH mit Grün versorgen. Muss ich nur einen Traktor wählen und einen passenden Anhänger und dann das könnte ich machen, dass im Prinzip die BGH dann arbeitet. Und die andere BGH muss ich gucken, ob die Silagebalken vorhanden sind. Ein paar Einnahmen waren ja gewesen. Keine große Masse, aber wie gesagt, wir brauchen ja Gärreste, ne? Sobald wir im Feld bestellt haben. Und da überlege ich auch, ob ich da mal sehen mit der Saat. Muss ich überlegen. Was am optimalsten ist, ne? Gut, er macht halt weiter, das passt. Alles gut. So. Ja gut, Bierverkauf. Sag mal. So, wo war unser LKW? Gute Frage, ne? Doch nicht. Beim Bäcker? Ne, auch nicht. Brauerei? Auch nicht. Gehen wir zum Hof. Wir suchen mal mit dem Hof. Was ich gucken wollte, ist, ob die Tiere genug Futter haben. Das ist immer so, Schweinestall. Sauberkeit ist, ja, kann man was tun. Schweinestall, Sauberkeit, ja. Also Mischration und Futter haben sie noch genug. Wasser auch. Aber wir können mal ganz kurz bei den Schweinen putzen. So, das machen wir weg. Den könnte ich ja nehmen für Mischfutter, ne? Für Silage. Quatsch. Für. Machen wir später. Immer einer am anderen. Da ist er, unser Putzer. So, Lenkung ist wieder aktiviert. Beziehungsweise der Widerstand. Mein Handgelenk geht's auch besser. Ich habe wieder keine. Die Schmerzen sind im Prinzip jetzt so gut wie weg. Ich habe noch eine andere Salbe gefunden. Und die wirkt anscheinend. Die reine Schmerzsalbe, die wird hat den Schmerz größer gemacht. Das tat ja immer nur dann weh, wenn ich mir da irgendwie belastet habe. Also Lenkrad lenken war schon zu viel. Zugreifen irgendwo ging auch nicht. Also hier im Wasserkocher halten und dann schütteln. Das war ungesund, ne? So, wollen wir den Mastschwein wieder vielleicht Futter geben? So. Damit die versorgt. So, haben wir ein bisschen Rasen vernichtet hier. Ich wollte, wie gesagt, da können wir ja diesen Hänger nehmen, mit diesem gelben, das reicht ja aus. Aber da wäre nämlich besser die andere BGH, ne?
Die machen wir zuerst. Zellstoff, Pellets, Zucker. Das noch. Und da der Traktor ist auch schon der LKW. Ist für Ballen halt, ne? Aber drinne? Jo. So. Weil das müssen wir ja nicht hier. Ich kann ja arbeiten, ne? Und Geld verdienen. Ich habe ja hier nur die normalen Preise. Ich glaube 270. Heuballen nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Ballen schon entsprechend gut sind. Da sind die auch fast weg. Fast weg. Doch noch ein bisschen Schmerzen. Na, eine Nacht noch, dann ist es sicherlich besser. So. Ja, die Ballen waren noch gut. Dann laden wir die drei noch wieder auf. Stapeln sieht besser, ne? So. Und wollen wir gucken, ob die anderen Ballen schon so weit sind. Ich meine, die verbrauchen aber sicherlich eine ganze Zeit, bis sie weg sind. Das ist schon Silage, das passt. Silage. Dann haben wir zu tun. Das sind unsere Heuballen, die drinnen waren, und die habe ich unter Dach und Fach gebracht, falls wir später mal rankommen und Heu holen können. So, wollte ich gucken. Gärreste, wie viel haben wir davon? Aktuell habe ich jetzt kein Feld im Plan, was wir mit Gärreste behandeln könnten. So, das läuft. So, wo ist der andere LKW? Gute Frage, ne? Molkerei vielleicht. Vielleicht. Ich hatte ja auch zuletzt geliefert gehabt mit, ja, da war voll, ne? das ist ungünstig, ne? Papier ist voll und schon geht nichts mehr. Gut. LKW drinnen? Ne, ne? Sicherlich nicht. Oh, du hoffst, es ist gut gewachsen, ne? Sieht gut aus. So. Karton, Papier, Joghurt. Karton, Papier ist fast voll, ja okay, da muss er im Prinzip verarbeiten. Paletten. Ja, das passt auch. Aber wo der LKW jetzt ist, der zweite, weiß ich nicht. Beim Edeka vielleicht. Ja. Da war doch was. Meinen anderen LKW will ich gerne da stehen lassen, weil ich sag mal, wenn ich ein paar Ballen reinbewegen möchte in die BGH, dann wieder extra mit dem LKW hinfahren, das dauert ja auch lange. Und da denke ich mal, ist das Beste, dass wir da stehen. Ich könnte auch einen Traktor machen, theoretisch, aber gut, wir haben Nummer 2, weil ich jetzt weiß. Wir fahren jetzt in die Brauerei und holen mal Bier. Also zwar ein bisschen im Keller, aber irgendwie müssen wir ja das Bier loswerden. Ne? Das ist ja nun mal recht voll, das Lager. Zwischenlager haben wir noch nicht. Tendiere ich dann nicht dazu, weil wir die Zeit einfach nicht haben. Ne? Das müssen wir ja im Prinzip immer alles separat ausnehmen. Mal gucken, ob wir dann Fleisch haben. Schweine war ja auch schon soweit.
Da haben wir ganz gut noch an Sachen da. Tacken, Fleisch, Wurst. Und ja, kommt auch wieder in Frage demnächst. Ne? Also immer fahren wir Bier verkaufen. Das Bier ist da ziemlich voll. Das ist das ganze Problem. Denn wenn das voll ist, hört die Produktion auf. Und es kommt ja bald wieder Getreide zur Malzfabrik bei den Fahren. Also genug Arbeit noch. Also wir können wieder auf 5 gehen. Geschwindigkeit. Sehe ich gerade so. Bin da gespannt, wann unsere Wiese wachsen. Aber sie haben Trockenheit, das ist drum noch nicht so gut. Oh, dann müsste ich. Oh. So viel Arbeit zur Zeit, dann mal sehen, ob wir den anderen in Gang kriegen. Ne? Also Grünspritzel und ach, können wir auch nächstes Mal machen. Ne? Eine Vegas braucht die Lage und die anderen müssen wir ein bisschen fahren. Obwohl mir ist zu viel war ja nicht mehr gewesen, also ist nicht ganz so tragisch. Gerade fahren. Ja. War aber auch voll hier, ne? Also ja. Holen wir hier die Fässer raus, Bierkästen. Die andere war voll, ne? Bierkasten ist drei Viertel voll. Fässer waren richtig voll. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Morgen verkaufe ich Bier und schauen wir mal, ich muss alles finden. Findet sich noch was. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, komm Arsch. Tschüss. Und dickes Dankeschön für das fleißige Reinschauen. Tschüss.